Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir möchten weiter angreifen. Sie werden verlieren, wenn das Weltwunder von Ungarns. Von zwei Ungarn länger als 100 stehen bleibt. Ja, das ist mir bewusst. So, Angriff. Oh shit. So, Angriff. Mönche? Wo? So, schießt mal das Schild weg. Ah, oh, sehr gut gemacht. Meine Bogenschützen sind klasse gerade. Ach du Schande. So, Angriff. Abbauen. So. Wo sind die? So. So, dahin. Die Burg müssen wir einreißen. So, Angriff. Komm schon, mach sie fertig. So, ich mach mal das da kurz weg. Warum seid ihr denn alle da? Komm schon, komm schon. Wieso? Seid ihr so doof? Sehr gut. So, Angriff. Ja. So. So, gerne angreifen. Sehr geil. Dann geht ihr darauf. Das ging jetzt schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es alleine schaffen. Sehr, sehr geil. So, das Dorfzentrum. Dorfzentrum und das Weltwunder haben wir. Jetzt müssen wir eigentlich nur das da zerstören. Vielleicht klappt das dann schon. So. Abbauen. So, ihr werdet Team 2. 1. 2, 3, wir sind 4. So, Angriff. Aber wenn das jetzt schon reicht, ne? Dann happy, happy. So. So, jetzt haben wir euch da und wenn das jetzt reicht. Boah, haben wir es doch noch geschafft. Das war auch hier ein Krampf, ey. Das zu finden, das ganz unten ist. Hm.
dann hier durchschlagen. Könnte man mit Dorftrotteln machen, ja, aber... So, abbauen. So, jetzt gucken wir uns hier unten nochmal um. Na, ihr werdet doch nicht. Oh. Warum auch immer das da ist. Wie greift das an? Warum stehen hier noch Türme? Sind die hier irgendwo unten lang? Und die haben gute Arbeit geleistet, meine Bogenschützen. Muss ich ja jetzt echt zugeben. Ach komm, weiß das ein. Gut, dann suchen wir weiter. Ach, komm mal her. Da ist noch eine Burg. Vielleicht sollten wir da oben lang gehen. Oder erstmal hier hin. So, hier gehen wir hier weiter. Was jetzt keinen richtigen Erkunder hat, ne? Wobei, ich kann jetzt welche nachproduzieren. Wir haben ein bisschen Platz gekriegt. Mir fehlt Gold. Wow, wir haben einfach null Gold. Shit. So. Ihr folgt mal. Aha, da oben ist noch was. So, ihr baut euch einfach mal auf. Ihr tötet wieder. So, viel Spaß erstmal mit dem Terrorstift. Wie das aussieht, produziert er auch gar nicht mehr wirklich. Was gut für uns ist. So, wir haben gesehen, hier haben wir noch was. Nehmen wir doch die hier mal alle weg. Timo, Matching. So, legt euer Holz weg. Timo. Und kommt mal hier runter. Zaza. Barlachung. So, bis dahin. Ah, die Ernsten. So, dann können wir eigentlich unser... Nein, können wir nicht. Mir fehlt Gold. Oh, der Ernste, der Ernste. Oh. So, Team 1. So, das können wir erstmal lassen. Aha, die verteilen sich. Kriegt ein bisschen Gold. So, wo hat er denn noch eins? Vielleicht da hinten irgendwo. Was ist mit dir? Greif doch einfach an. Ja, Tribute sind einen Tick stärker als die Ritter. Und haben den Sicherheitsabstand. Außer man brechen jetzt nur ein, dass man hier aufbauen muss und wieder abbauen.
sammeln. Nee. Nichts. So, wir könnten handeln mit ihm. Aber ich möchte ihn nur vernichten. So, Abbruch. Was ist denn jetzt passiert? Oh nein! Könnt ihr zurückschießen? Jawohl. Sehr gut. Okay, wir müssen jetzt hier nochmal kurz gucken. Vielleicht ist hier wirklich noch irgendwo ein Dorfzentrum und dann haben wir es doch. Dorfzentrum und Burgen. Warte mal, hier ist noch eine Burg. Ja, ihr könnt das angreifen. Geht dahin. Da. Hier erstmal dahin. So, dann zerstören wir noch seine Burg. Dann könnten wir das schon gewonnen haben. Aha, daneben. Was ist denn mit dir? Aha, das war besser. Als unsere Explosionshainis, die Saboteure, so schnell das Weltwunder eingesetzt haben, das hat mich echt verwirrt. Ich find's gut, aber wow. War echt schnell. So, da nochmal hin. So, wenn das gefallen ist. Ah, da ist noch ein Turm, aber. Ja, nicht so wild. Gut, dann schaffen wir das dann mal ganz easy hier. Die Ungarn zu blenden. Ich habe eigentlich mit mehr Widerstand jetzt gerechnet. Mehr Reitern und so, aber. Kam irgendwie nicht viel. Kam gar nicht so viel bei rum. Nein, nein, oh, Abbruch. Durch das Tor. Und zack. So, dann machen wir was hier weit. Und weg ist er. So, dann haben wir wohl gewonnen, wenn das Ding jetzt fällt. Außer er hat noch irgendwo was Neues gebaut. Jetzt war ich so sehr auf die Dorfzentren fixiert, dass ich den Bogen übersehen habe. Also, dass ich sie auch zerstören muss. Als Auftrag, so. So, Gold haben wir auch wieder. Also, ich muss sagen, Ressourcen waren genug da. Von allem. Nahrung, okay, aber generell war halt genug Ressourcen da. Nur das Weltwunder habe ich ein bisschen unter Stress gesetzt und dass ich nicht wusste, wie ich da jetzt rüberkomme. Existiert also irgendwo immer noch was. Okay. Das ist das Schicksal Nein. der Ungarn und all jener, die den mongolischen Stämmen trotzen wollen. Sehr gut, wir haben es. Nichts steht mehr zwischen uns und dem Atlantik. Das mongolische Reich herrscht über zwei ganze Kontinente. Europa und Asien gehören der Horde. Jeder Ort, den wir betreten haben, wurde durch unsere Präsenz auf immer verändert. Russland, wo zuvor die Stadtstaaten ähnlich der alten Mongolei im ewigen Zwist lagen, wird von nun an ein einziges geeintes Reich sein.
Genghis Khan hat das größte Reich geschmiedet, das je innerhalb der Lebenszeit eines Mannes geschaffen wurde. Sein Leichnam wurde zurück zum Onon gebracht, wo der legendäre Wolf und seine Braut, die Hirschkuh, einst lebten. Dort wurde er begraben und 1000 Reiter ebneten den Boden, wo sein Grab gewesen war. Die Steppe verschluckte die letzte Ruhestätte des Genghis Khan. Mein Volk zehrt von der Legende, dass ihr großer Anführer eines Tages zurückkehren wird, um seine Reiter zu einem weiteren blutigen Sieg zu treiben. Ja, aber ihr wart schon ein bisschen grausam. Gut, zurück zur Kampagnenkarte. Dann haben wir das auch soweit fertig. Wo gehen wir jetzt nächstes hin? Das haben wir gesagt, wollten wir nicht, genau. Wir wollen die Kampagnen haben. Machen wir doch mal hier weiter. Oh, das sieht... Ah, hier kommen ein paar schwere auf uns zu. Und drei mäßige. Prithviraj. Was? Prithviraj. Prithviraj. Glaube ich. So, aus den Flammen geboren. Vor langer Zeit erklomm ein großer Weiser den heiligen Gipfel des Berges Abu. Er ersuchte die Götter, die Menschen der Erde zu beschützen. Wurde jedoch von Rakshasas überrascht. Menschenfressenden Dämonen mit feuerroten Augen und Zähnen wie aus Stahl. Doch obwohl die Dämonen sich ihm näherten, war der Weise unerschütterlich wie der Berg selbst. Obwohl er den sengenden Atem der Dämonen auf seiner blanken Schulter spürte, blieb er entschlossen. Er brachte den Göttern das Feueropfer dar und bat sie um ihren Schutz. Den Flammen seines Opfers entstiegen die Clans der Rajputen, geboren aus Feuer und Rauch. Ihre Helden bekämpften die Rakshasas, doch obwohl viel Blut vergossen wurde, verdunkelte die dämonische Bedrohung weiterhin den Abu. Der Weise hob eine neue Feuergrube aus, tiefer in die Erde des Berges, und bot erneut das Opfer dar. Dieser Grube entstieg Chauhan mit Waffen in seinen vier Händen. Er tötete die Rakshasas und seinen Lenden entsprang der mächtigste der Clans der Rajputen. Diesem Clan entstammte mein König. Ich bin Chandbadai, Dichter am Hofe des Rajas. Ich werde euch die Geschichte eines großen Königs erzählen. Doch sie muss wie das Leben am Anfang beginnen. Prithviraj, mein König, war nicht immer ein großer Raja. Einst war er ein junger König von Ajmer, dessen eigener Cousin ihm die Herrschaft über den Chauhan-Clan streitig machte. Okay, erzähl uns die Geschichte. So, Hauptziel, retten Sie eines der beiden Chauhan-Dorfzentren. Retten Sie beide Chauhan-Dorfzentren. Wie soll ich das denn machen? Mein Raja, die Dörfer werden angegriffen. Wir haben jedoch nur genug Männer, um eines zu retten. Angriff. Wie soll ich beide dann retten? So. Das Dorf ist sicher, doch Nagarjuna ist über den Fluss Luni aus dem Land der Rajputs entkommen. Ich helfe euch, ihn bis Sonnenuntergang zur Strecke zu bringen. Okay. Ich brauch Rohstoff, ich brauch alles. Los, mehr Leute. Sind mehr Nahkämpfer, kann das sein? So, den müssen wir besiegen. Okay. So. Und ich mache jetzt auch noch schnell platt. Haben wir doch noch beide geschafft. So, ich brauche Nahrung. Und ich brauche noch mehr Nahrung. Wenn Sie sehen, wie schnell wir sind, werden unsere Feinde glauben, wir reiten auf Garuda selbst. Rama hat euch wahrhaft gesegnet, mein Raja. Ein weiser König vereint ein geteiltes Volk mit gemeinsamen Traditionen. Holt die verschollenen Reliquien zurück und die Götter werden eure Hindernisse aus dem Weg räumen, mein Raja. Und Nagarjunas Treue wiederherstellen.
Okay. So, hier könnt ihr mal alle Holz fällen. Warum eigentlich nicht? Captured Relics 1 von 3. Reliquien Overt. Das hier heißt wahrscheinlich Captured Relics ist. Ich weiß nicht, wofür die 1 steht. Wahrscheinlich einfach nur für die Anzahl. Ja, müssen wir sehen. Wir haben beide Dorfzentren erstmal beschützt, was ganz gut ist. Haben wir. Ja, natürlich keine Kirche. Bauen wir doch mal direkt. Oh, das Ding ist groß. Da können wir unsere kleinen Krieger hier auch nochmal ein bisschen verstärken. Was ist denn jetzt mit ihm los? Wirst du noch nicht angreifen? Okay, gut. Wir haben beide besiegt. Reparierst das mal. So, beide Dorfzentren geschafft. Die letzte Mission vollendet. Und dann machen wir erstmal hier Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.